Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Thorsten Tiet. Ich betreibe die Seite Aktienfinder.net, den Aktienscreener für Wachstumswerte. Hier geht es ums langfristige Investieren in Aktien mit steigenden Gewinnen, um von steigenden Kursgewinnen und Dividenden zu profitieren. Und in diesem Video geht es um den fairen Wert. Ich habe nämlich des Öfteren jetzt in den letzten Wochen Mails erhalten, in denen es um die Bestimmung des fairen Werts ging, der im Aktienfinder ja angezeigt wird. Da waren Fragestellungen von, ob ich bzw. der Aktienfinder eine Glaskugel hat, bis hin zu, ob der Aktienfinder schlauer ist als der Markt. Der Aktienfinder quasi weiß, was der faire Wert ist, der Markt aber nicht, und dann irgendwann dann der faire Wert erreicht wird, bis hin zu technischen Fragen, wie das jetzt nochmal funktioniert. Und deshalb zeigen wir jetzt mal den fairen Wert im Aktienfinder und klären mal ein bisschen auf. Zunächst müssen wir aber mal den Kontext vom fairen Wert nochmal betrachten. Und zwar sind wir Menschen, und wir Menschen möchten nicht nur Aktien, sondern alles Mögliche so günstig kaufen, wie es geht, am besten saubillig. Und das ist eine große Gefahr, vor allem bei Aktien, wenn man die Qualität außer Acht lässt. Das heißt, wenn man billig kauft, kauft man vielleicht auch schlecht, also beziehungsweise schlechte Qualität. Und bei Aktien bedeutet schlechte Qualität Kursverluste und eventuell Dividendenkürzungen auf mittlere, lange Frist gesehen. Deshalb sollte man jetzt nicht ins fallende Messer greifen, beziehungsweise sagen, hey, die Aktie ist jetzt günstiger als noch vor ein paar Tagen, Wochen, Monaten, sondern man sollte zuerst auf die Qualität der Aktie schauen und dann, wenn die Qualität stimmt, den fairen Wert in Erwägung ziehen, um dann zu der Entscheidung zu kommen, ob man die Aktie eben kauft oder nicht. Das heißt, ich würde jetzt keine Deutsche Bank oder Ceconomy oder General Electric zum Beispiel jetzt kaufen, weil der Aktienkurs jetzt gerade mal im Keller ist, weil es kann immer noch weiter nach unten gehen. Und was will ich mit einer Aktie als konservativer, langfristiger Investor, der ein zugrunde liegendes Unternehmen es nicht verstanden hat, den Wert der Aktie des Unternehmens zu steigern. Es ist zwar schade, wenn ich ein Qualitätsunternehmen teuer eingekauft habe, vielleicht zu teuer aus Fair-Value-Betrachtung, dann kann es sein, dass die Aktie zum fairen Wert erstmal zurückgeht, dass man erstmal Kursverluste hat, aber ich sage jetzt mal, die kann man, wenn es ein gutes Unternehmen ist, aussetzen, dann hat man unterm Strich dann immer noch eine positive Rendite, die ist niedriger, als wenn man dann günstig gekauft hätte, natürlich, aber er hat dann immer noch eine positive Rendite bzw. Aussicht, eine positive Rendite zu erreichen. Und das hat man eben nicht unbedingt, wenn man schlechte Aktien billig kauft. Insofern war das jetzt mal die Warnung vorab. Und dann steigen wir mal in den fairen Wert ein. Der faire Wert, ich habe das schon gesagt, erst auf die Qualität schauen. Im Aktienfinder ist es auch so im Prinzip implementiert, dass die Fair-Value-Berechnung auch auf Qualitätsaktien abgestimmt sind, in dem Sinne, dass sie nur Sinn machen bei einer verlässlichen Entwicklung von Gewinnen, Cashflows, Dividenden, weil darauf werden dann die fairen Werte bestimmt. Wir können uns mal das Ganze am Beispiel von 3M anschauen. Bei 3M haben wir hier den Chart mit der Entwicklung von Cashflows und Gewinnen und sowie Dividenden. Und dann haben wir hier gegenüberliegend dann die fairen Wertberechnung. Insgesamt gibt es 4 Stück. Und wenn wir eben hier relativ zuverlässige fundamentale Größe haben, weil jeder faire Wert hier bezieht sich auf eine fundamentale Größe und bestimmt dann eben ja, den fairen Wert der Aktie für den jeweiligen Zeitraum bzw. Stichtag. Und man muss also schauen, ob diese Berechnungsgrößen zuverlässig sind. Das heißt, wir berechnen immer 10 Jahresschnitte für diese Fernwertberechnung. Das hier ist rollieren 5 Jahre, der Fair Value Wachstum. Aber wir gucken im Prinzip immer nach hinten in die Vergangenheit, schauen mit dem wievielfachen Gewinn, mit dem wievielfachen operativen Cashflow ist das Unternehmen bewertet gewesen in der Vergangenheit, beziehungsweise wie hoch war die durchschnittliche Dividendenrendite in der Vergangenheit. Und hier schauen wir, wie hoch war das Gewinnwachstum in der Vergangenheit gewesen. Und wenn sich das jetzt komplett ändert,
im Vergleich zur Vergangenheit, dann sind die fairen Werte unzuverlässig. Sie sind auch dann unzuverlässig, wenn die Berechnungsgrößen sich die ganze Zeit ändern, wenn also die Stabilität der jeweiligen fundamentalen Größe sehr niedrig ist. Die Stabilität wird ja dann jeweils hier ausgedrückt. Stabilität Gewinn, Stabilität Cashflow und so weiter. Wir müssen also, wenn wir ein Unternehmen haben, erstmal schauen, ob es sich prinzipiell um ein Qualitätsunternehmen handelt. Falls ja, dann kommt natürlich ein Kauf erstmal für uns überhaupt nur in Frage als konservative Investoren. Und dann müssen wir weiter gucken, ob auch die jeweilige fundamentale Größe, also zum Beispiel Gewinn pro Aktie oder operativer Cashflow, Dividenden, ob die irgendwelche größeren Ausreißer haben. Falls sie diese größeren Ausreißer haben, dann kann es sein, dass die fairen Werte unzuverlässig sind. Im Fall von 3M würde ich jetzt mal sagen, kann man alles verwenden. Eine andere Geschichte wäre dann noch die Auswahl des Zeitpunkts. Wir haben hier ja Stand heute und das laufende Geschäftsjahr quasi, den 31.12.2018. Stand heute sind immer rollierend die letzten 4 Quartale. Im Normalfall würde ich das bevorzugen. Es kann aber auch Sachverhalte geben, wo es dann besser ist, die Schätzung für das laufende Geschäftsjahr zu nehmen. Ich kann mal so einen Fall zeigen, zum Beispiel bei L Brands. Hier ist es nämlich so, dass wir, ja, machen wir erstmal weg. Also Sie könnten hier den Stand heute nehmen oder den 31.01.2019, das spricht das Ende des Geschäftsjahres. Jetzt sehen wir hier schon beim Gewinn, dass es da einen relativ großen Unterschied gibt zwischen Stand heute und dann dem geschätzten Gewinn des laufenden Geschäftsjahres. Der ist nämlich niedriger. 3,14 € zu 3,14 € zu 2,33 €. Und hier macht es jetzt schon einen Unterschied, wenn man den Fair Value KGV nehmen möchte als Grundlage der Bewertung, ob ich jetzt eben den Stand heute nehme oder den 31.01.2019. Jetzt ist es bei L Brands so, dass die den meisten Umsatz während zur Weihnachtszeit machen. Und die Weihnachtszeit ist im Stand heute noch, im Stand heute ist noch die Weihnachtszeit vom Vorjahr drin. Und die ist noch besser gelaufen, als sie voraussichtlich in diesem Jahr laufen wird. Und deshalb ist bei Stand heute der Gewinn pro Aktie höher, als voraussichtlich er sein wird, wenn wir die nächsten 4 Quartale nehmen, die das aktuelle Geschäftsjahr umfassen. In diesem Fall ist dann das aktuelle Geschäftsjahr dem Stand heute vorzuziehen. Das heißt, man sieht schon, man muss ein bisschen, oder es ist jedenfalls vorteilhaft, wenn man sich ein bisschen mit der Aktie bzw. mit dem Unternehmen beschäftigt, dann kann man die ganzen Daten einfach besser interpretieren. Also in diesem Fall würde ich das hier nehmen. Und da sieht man dann, dass die Bewertung von L Brands, dass L Brands immer noch leicht unterbewertet scheint. Allerdings nicht so stark bis basierend auf dem Gewinn, wie es eben für den Stand heute der Fall ist. Gut, bei L Brands, da gibt es ja noch ganz andere Geschichten, die man sieht. Ich hatte die Aktie übrigens mal gehabt, war eher spekulativ. Und das sieht man dann auch nochmal übrigens schön, die Trägheit der Dividende, in dem Sinne, dass die Dividendenrendite extrem ansteigt, bis dann hier irgendwann jetzt dann gekürzt wurde tatsächlich. Das heißt, die Dividendenrendite war dann mal bei 9,2% fast und wird dann irgendwann wieder nach der Kürzung bei knapp 3,8% landen. Also insofern beschreibt auch hier der faire Wert der Dividende diesen Bogen quasi, dass dann voraussichtlich der faire Wert basierend auf der Dividende dann bei ungefähr beim jetzigen Kurs sein wird, weil hier haben wir noch die relativ hohe Dividende. Es gehen ja immer die letzten 12 Monate hier bei Stand heute, das sind die letzten 12 Monate, und da war ja die Dividende noch entsprechend hoch. Insofern kann man für den fairen Wert der Dividende weder Stand heute nehmen, noch den Stand zum abgelaufenen Geschäftsjahr, wo auch noch relativ viel Dividende dann geflossen ist. Dann müsste man dann sogar noch weiter in die Zukunft gehen, in die geschätzten Dividenden der
nächsten Geschäftsjahre rein und da dann den fairen Wert nehmen. Man sieht also, man kann damit schon relativ gut arbeiten mit diesen ganzen Fair Value Geschichten. Man kann sogar Dividendenkürzungen für den Fair Value Dividende noch mit einbeziehen. Man kann trotzdem hier auch den fairen Wert nehmen. Man kann auch hier relative Umbrüche sogar noch nehmen für die faire Wertbestimmung. Aber man muss dann halt als relativ flexibles Modell, aber man muss halt immer ein bisschen Hintergrundinformationen schon haben zu dem ganzen Ding. Ansonsten schwimmt man vielleicht ein bisschen oder man macht es dann halt immer gleich und ab und zu dann halt nicht ganz optimal. Eine andere Geschichte, die ich noch zeigen kann, wo auch ein eventueller Stolperstein wäre, das ist dann gegeben, wenn sich das Unternehmensprofil im Prinzip über den Zeitverlauf ändert, weil wir gehen im Aktienfinder immer auf die letzten 10 Jahre und wenn sich innerhalb der letzten Jahre das Unternehmensprofil stark gewandelt hat, dann kann das sein, dass diese letzten 10 Jahre nicht mehr symptomatisch sind, beziehungsweise der Fair Value, der für die letzten 10 Jahre berechnet wird, nicht mehr symptomatisch ist für das aktuelle Unternehmensprofil. Bei Microsoft beispielsweise ist es so gewesen, da hatten wir, Microsoft war lange Zeit also ein Wachstumswert mit relativ starkem Wachstum gewesen, hat auch entsprechend relativ hohe Bewertungen gehabt, ist dann zurückgefallen, war quasi Value-Wert oder Substanzwert, wie man es auch immer nennen will. Auf jeden Fall war das Wachstum niedriger, was man hier auch schön sieht an der Dividendenrendite, die immer weiter gestiegen ist. Für Microsoft gab es irgendwann mal hier fast, na, habe ich jetzt gezoomt, ja, Moment. So, wieder richtig machen. Für Microsoft gab es irgendwann mal fast 3% Dividende hier. Spitze 2,01% Dividende und jetzt gibt es immer wieder bei 1,55% Dividende, obwohl die Dividenden hier immer schön erhöht worden sind, weil eben der Kurs so stark angezogen ist. Und der Kurs stark angezogen, das heißt, die Bewertungsmultiples sind viel höher, als sie es in dieser Zeit hier von, sag ich jetzt mal, 2009 bis 2015, 16 irgendwo gewesen sind. Das heißt, Microsoft ist aus einem Wachstumswert ein Substanzwert quasi geworden oder Value-Wert und wurde dann wieder zum Wachstumswert, was es aktuell ist. Und das erschwert ein bisschen die ganze Bewertung, weil die Multiples dann nicht mehr unbedingt richtig sind für die letzten 10 Jahre, wenn man von hier aus Stand heute zum Beispiel hingeht. Wir haben jetzt eine Bewertung von 26,5 und darauf basierend sehen wir hier, haben wir ein KGV von den letzten, innerhalb der letzten 10 Jahre von 18 und haben dann fairen Wert von 75,5 US-Dollar. Jetzt ist das KGV von 18 vielleicht zu niedrig angesetzt, weil wir haben gesehen, hier in den letzten Jahren ist Microsoft eben deutlich höher bewertet gewesen, beziehungsweise eigentlich nur in 2018 und hier waren es schon 19, sagen wir mal 20. Man könnte also dann noch ein bisschen draufschlagen, aber in dem Fall, selbst wenn wir 20 nehmen als KGV, würde es gar nicht viel ausmachen, das wären 8 Dollar, dann wären es also ungefähr 83 US-Dollar. Aber man sollte es einfach wissen. Auch hier wieder, ähnlich wie bei L-Brands, ist es einfach gut, wenn man ein bisschen über das Unternehmen informiert ist. Und da kann man auch solche Dinge wie eine Änderung im Unternehmensprofil relativ gut beurteilen. Und dann machen wir der faire Wert eben noch aussagekräftiger und noch besser verwendbar. Der faire Wert Wachstum, das ist so eine Geschichte, die habe ich mal von Fastgraphs übernommen. Da wird der faire Wert berechnet, indem das Unternehmen in eine von drei Aktien Schubladen gesteckt wird anhand des Gewinnwachstums. Das mache ich rollierend auf 5 Jahre und man sieht es dann immer im Tooltip. Hier wird zum Beispiel die ganze Zeit ein Multiple von 15 angewandt und hier wird plötzlich nur noch die Graham-Formel angewandt, weil das Gewinnwachstum relativ niedrig war, war sogar negativ im rollierenden 5-Jahres-Schnitt und dann hat es Microsoft, es wird wieder gezoomt, dann hat es Microsoft geschafft, eben wieder hier stärker zu wachsen. Das waren Abschreibungen hier und dann wurde wieder das KGV von 15 als Multiplikator angewandt. Relativ akademisch. Ich habe den standardmäßig draußen und benutze einfach nur die historischen Fair Values basierend auf historischen Durchschnitten. So, als Fazit würde ich jetzt einfach mal sagen,
Man sollte sich immer bewusst sein, dass der faire Wert erst an zweiter Stelle steht. Das ist quasi das Sahnehäubchen. Zuerst geht es um die Qualität der Aktie als langfristiges Investment. Nur dann sollte man den fairen Wert, die Aktie überhaupt in Betracht ziehen, und macht auch nur dann der faire Wert Sinn. Wenn man dann geht es darum, dass man sich guckt, dass man anschaut, welche der fairen Werte möglichst zuverlässig sind. Da reicht einfach ein Blick hier ein bisschen auf die Entwicklung von den jeweiligen fundamentalen Größen, also Gewinn, operativer Cashflow und Dividende. Und wenn irgendwas ein bisschen rumspringt oder gerade bei Stand heute, beziehungsweise hier irgendwo, Stand heute oder im geschätztes Geschäftsjahr, wenn es da gerade einen Ausbruch gibt nach oben oder nach unten, der nicht charakteristisch ist für das Unternehmen, dann sollte man den fairen Wert für diese, dann für Stand heute beziehungsweise das laufende Geschäftsjahr auch nicht nehmen, beziehungsweise vorsichtig damit umgehen. Und dann habe ich noch gesagt, müssen halt noch gucken, welches der richtige Zeitpunkt ist für die faire Wertbestimmung Stand heute oder das laufende Geschäftsjahr. Habe ich ja am Beispiel von Abrantes versucht zu zeigen. Wenn man diese Dinge berücksichtigt, dann hat man wirklich eine sinnvolle Näherung zum fairen Wert. Den fairen Wert gibt es ja eh nicht, aber man hat ein gutes Gefühl dafür dann, ob die Aktie überbewertet oder unterbewertet ist. Und Sie werden sehen, wenn Sie ein bisschen rumspielen, dass je besser die Aktie ist, beziehungsweise je stabiler die Gewinne und Cashflows sich entwickeln, umso zuverlässiger und schöner wird das Ganze. Und umso näher ist dann auch der tatsächliche Kurs. Man sieht ja, inwiefern der faire Wert den tatsächlichen Kursverlauf widerspiegelt, berücksichtigt. Und das ist auch noch ein Indikator, also für die Sinnhaftigkeit des fairen Werts, wenn der tatsächliche Kursverlauf, also dieses braune Band, je näher sich das an die fairen Werte schmiegt oder umgekehrt, je näher sich die fairen Werte an den Kursverlauf schmiegen, desto zuverlässiger kann man die dann auch interpretieren. So, das war es dann gewesen. Dann hoffe ich, dass der faire Wert etwas näher gekommen ist. Und dann würde ich einfach sagen, selber mal ein bisschen durch die Aktien gehen, sich das Ganze anschauen, verinnerlichen, und wenn Fragen sind, einfach noch in die Kommentare die Fragen reinschreiben. Dann vielen Dank fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal. Tschüss.